Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich werde hier fleißig beliefert mit Metallplatten, damit ich dann noch wieder Frames machen kann. Und ähnlichem. Hoffe ich zumindest. Aber es sollte da nicht unterwegs sein. Wir gucken kurz mal in der Logistik. Ah, 2000 unterwegs. Sehr gut. So. Wir sind ja noch fleißig dabei, das Werk quasi zu duplizieren. Und ich werde jetzt unten das doppelte Rohr legen, also das zweite Rohr. Damit wir dann den zweiten. Ach so. Mich hat es gerade gewundert, dass es jetzt nochmal so eine Unterbrechung gab. Ich hatte gedacht, ich müsste jetzt auch demnächst den Bahnhof sehen, aber den habe ich dann nicht gesehen. So, mit einem Rückschlagventil versehen die ganze Sache. Damit das hier nicht zurückdrückt von der anderen Produktion. Damit die einfach bloß mit da dran drückt und dann liegt das ein bisschen davor. Gut, das sollte dann nämlich schon mal funktionieren. Beziehungsweise sollte zumindest das ein oder andere zum Funktionieren bringen. Was hier so kommt. So. Gut, also das kann ja schon mal abtransportiert werden. Ein paar Chemiewerke werden jetzt hier eingelagert. Die müssen natürlich immer erst wieder produziert werden. Das ist, glaube ich, aktuell das größere Problem, dass sie das nicht produzieren oder dass das halt eben jetzt nur zu zehnt dort vorrätig lag. Ist hier gerade große Baubewegung. Wo holen die alle hin? Ah, hier gab es wahrscheinlich wieder neues Plastik, deswegen gibt es hier wieder neue Rohre, die sie dann alle verwenden können. Wie sieht es denn hier generell aus? In der Produktionslinie eigentlich ganz gut, ne? Also die produzieren immer fleißig hier Dinge, da tut sich was. Da macht sich was. Da liegen sogar 10 Stück drin, also die könnten sie eigentlich holen. Also das ist ja, daran soll es nicht liegen. Naja, aber die Baukolonne ist halt unterwegs und sind halt eben jede Menge davon unterwegs jetzt, glaube ich, gerade, ne? Oh, gar nicht mal. Nur 100 Stück? Okay. Wie viel fehlen denn hier noch? 1, 2, 3, 4, 9. Naja, es sind nicht allzu viele, die da fehlen. Die hätte ich sogar noch hier. Kann ich mal hier eine Lagerkiste? Ganz kurz eine. So, dann pappe ich euch mal hier ein bisschen was raus. Das könntet ihr vielleicht gebrauchen hier. Da die 6 noch. So, da könnte sich doch hier schon mal ein bisschen was gesetzt werden wieder. Wie viel habe ich denn da eigentlich eingestellt von den Dingern? Jeweils 10, das heißt, da kann ich auch nochmal 10 hier reinschmeißen. Die sollten sich dann auch noch verbauen. Gut. Dann ist denen hier also vielleicht zum Teil geholfen. Aber ich denke, wir könnten jetzt so langsam aber sicher die Förderbänder anfließen, dass die was machen können hier. Ich muss bloß gucken, wie ich meine Frames jetzt verteile. Ich werde erstmal 100 Frames hier reinstecken. 100 Frames, wo sind sie da? Hier reinstecken. Frames hier reinchecken. Achso, Kunststoffstangen hatte ich wegen irgendeinem Scheiß dabei, ne? Oder nee, das habe ich wieder aufgesammelt irgendwo. So, gut, okay. Damit die dann ein bisschen was machen können. Hier oben Kompressoren. Habe ich noch welche in der Tasche zufällig? Nee, werden die hergestellt? Weiß ich nicht. Müsste ich gucken, ne? Oh, Kompressoren haben wir hier oben auch nicht. Drin, oder? Und nicht beleuchtet. Im Dunkeln ist gut. Munkeln. Tilititi. Aber ich glaube, die sind hier nirgendwo drin. Ich bin mir nicht sicher. Die habe ich, glaube ich, schon mal gesucht. Und da war ich jetzt der Meinung, ich hätte sie gefunden, aber da sind sie nicht. Da sind sie auch nicht. Hier sind sie auch nicht, nee. Dann sind die hier nicht drin. Dann muss ich die herstellen. Kann ich die denn selber jetzt herstellen schon hier oder nicht? Habe ich dafür das Material? Aber das muss doch da sein. Nee, wo sind denn die Kompressoren drin? Ich dachte, das sind hier drin. Da sind sie, ja. Was fehlt mir dafür? Da fehlt mir eine Menge. Ja, da müssen wir einmal ganz kurz zur Fabrik fahren, mir das Material holen, dass ich die Dinger bauen kann. Das wird nicht anders gehen. Gut, okay. Dann fahren wir da mal fix hin. Und dann werden wir uns da ein bisschen was bauen und dann ist das auch gut. So, wo ist mein Zug? Da ist mein Zug. Rainer, und dann fahren wir
Hier oben hin. Bis dahin. Abfahrt. Volles Frachtinventar. Dann müssen wir alle Materialien finden, die wir brauchen, damit wir die Dinger bauen können. Und dann müssen wir da mal schnell mal, keine Ahnung, 20 Stück von machen oder sowas, damit wir dann genügend haben. Oder eigentlich brauche ich mehr als 20, ne? Mehr 50 von den Dingern machen oder so. Das, was wird und bringt. So, einmal ausgestiegen, hingelaufen, abgeguckt. So, was brauche ich denn dafür? Ich brauche Backstein, Eisenplatten und ähnliches. Backstein, ach hier, guck mal, da ist der Stein. Zack, zack. Hier ist der Stein drin. Zack, zack, zack. Ach, hier sind ja so ein paar Sachen durchgeflogen, hä? Also nicht ganz durchgeflogen. Ah ja. Interessant. Okay, gut. Das habe ich ja nun auch noch nicht beobachtet gehabt. Stimmt. So, was haben wir denn? Was fehlt uns noch? Jetzt fehlen uns noch Eisenplatten. Das sind keine Eisenplatten, aber Eisenplatten haben wir hier irgendwo in Produktion, glaube ich. Da kann ich hier auf jeden Fall welche rausnehmen. Wahrscheinlich. Und ich könnte hier auch oben an die Mopse-Kiste gehen, dann muss ich ja nicht auch alles finden. Interessant, aber das war schon interessant, was da so. Das war so. Jetzt kann ich 3 Stück von den Dingern bauen, dann gehen wir die Eisenplatten wieder aus. Dann gehen wir an die Mopse-Kiste und holen uns da ein paar Eisenplatten. Und da sollten ja genügend drin liegen. So, mindestens 1000 Stück. So. Eisenplatten, Eisenplatten. So, haben wir. Dann können wir nochmal 2 machen. Dann fehlen uns Stahlplatten. Stahlplatten ist auch kein Problem. Haben wir hier. So. Können wir nochmal 9 machen. Dann fehlen uns wieder Eisenplatten. Alles klar, kein Problem. Okay, das Zeug. So. Können wir nochmal 2 machen. Dann geht uns die braunen Steinchen aus. Hätten wir hier. So. Dann können wir nochmal 6 Stück machen. Jetzt die Stahlplatten wieder aus. Ist das. So, jetzt brauchen wir die Backsteine wieder. Mal wieder Eisenplatten. Jetzt gehen uns da ein paar Chips aus. Ich glaube, die sind hier nicht drin, oder? Na, könnte knapp was werden. Welche Chips brauche ich denn da? Da brauche ich den grün und hier brauche ich den. Okay, ne, das geht sogar. Die hätte ich hier. Zack, zack. So. Und, achso, und der braune Stein, der ist auch alle. So. So. Ups, der Brausteine, aber nicht mehr alle. Warte mal, jetzt kann ich den braunen Stein wieder reinlegen dann. So, da legen wir auch einen rein. Dann machen wir nochmal. Warte mal, nehmen wir die hier noch. Machen wir Nummer 40. So, dann haben wir hier noch. So, fürs Erste, oder? Den Rest kriegen wir schon noch hin hier. Wird sich schon noch alles durchsortieren hier. Irgendwann wird es schon werden. So, Gudi. Gut, jetzt werden da unten Kompressoren erstellt. Ich weiß nicht, wie viel am Ende rauskommen, aber ich hoffe, es reicht eigentlich für beide Baustellen dann nachher am Ende. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe einfach mal jetzt wild rumgeklickt mal wieder. So, und achso, und dann müssen wir irgendwann müssen wir das hinkriegen, dass wir hier dieses die Dinge da auflösen, weil da liegt ja jede Menge Zeug rum. Das müssen wir uns mal merken im Hinterkopf, dass da Zeug rumliegt. Bist du der Richtige? Du bist der richtige Bahnhof, dann fahren wir doch dahin. Wo kann ich wohl die hinführen? Wo ich das nicht mehr weiß, machen wir die weg. Nicht wahr? So einfach ist das manchmal. Wenn ich was nicht weiß, macht es mich nicht heiß. Was war das denn? Hä? Das macht er jedes Mal? Ach, das ist das Ding hier, was ich da höre. Alles klar. Okay, verstanden. Ja, 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 ja. Ich bin ja nur halb blöd. Manchmal ganz, aber meistens nur halb. So, dann gucken wir doch mal, wie sich hier jetzt die Produktionskette oder Strecke ausschaut. Das hat gerade im Augenwinkel geblitzt. Wenn draußen irgendwo Licht an oder ausgegangen ist. Da bin ich ein wenig verwirrt. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, haben wir jetzt immer schon ein paar.
Das ist schon mal ganz gut. So, Frames werden auch noch irgendwann mal gemacht. Und hier unten werden Chemiewerke gebraucht. Komm, da kann ich ja mal kurz aushelfen hier. Das ein oder andere einfach setzen, damit das hier mal fertig wird, hier dieser ganze Raum hier. So. Da noch eins und da noch eins. Da fehlen auch noch jede Menge. Hier fehlt auch noch eins. Habe ich die hier falsch rumgebaut? Nee. Gut. Man muss ja mal gucken, wenn ich halt irgendwo was reinsetze, das kann auch gerne mal verkehrt rum sein dann. So. Gut. Das kannst du mal abholen, das brauche ich nicht mehr. Jetzt hat hier nicht einer noch in Logistik drin? Nee, ne? Nee. So, abholen, weg damit. Brauche ich nicht mehr. So. Gut, alles klar. Dann können wir das hier auch wieder einsammeln mit. Brauchen wir ja auch nicht mehr. Scheinen sie hier genug gebaut zu haben. So, kommen denn noch ein paar Kompressoren jetzt hier mal an Land? Ah ne, der macht noch Rohre wie verrückt. Na gut. Dann werden wir da oben jetzt die Förderbänder reinsetzen. Und dann können wir uns ja eventuell dann doch um das ein oder andere Teil schon mal kümmern, was da passiert. Ob da das Richtige passiert. Ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht dann geht. Auf jeden Fall ist das schon mal sauber hier gespiegelt. Das kann schon mal gut funktionieren. Dann könnte hier schon mal was funktionieren. Da funktioniert auch was. Da wird was rausgelegt. Da wird auch was rausgelegt. Sehr gut. Und hier wird was rausgelegt und da wird was rausgelegt. Okay, das funktioniert also schon mal. Hier funktioniert es schon mal. Okay. Sehr schön. So. Das weiße Zeug ist da oben quasi zusammengeführt. Das muss noch nach unten geführt werden hier. Das bringen wir dann mal nach unten hier. In der Höhe wird das was. Da kann man es gebrauchen. So. Der braucht jetzt hier ein paar von den Frames, ne? Haben wir ja noch keine mehr über. Das ist natürlich nur ein Problem, ne? Ich habe ja nicht genügend Inventar, glaube ich, um die ganzen Produktionsschritte hier jetzt aufzuheben, die hier noch an sind. Naja, gut, okay. So, jetzt haben wir ein paar Chemiesachen gebracht hier. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was im Gange hier. Und sagen wir mal, die ganzen Werke laufen schon mal voll mit irgendwelchen Sachen. Das gefällt mir schon mal halbwegs. So, dann können wir hier nochmal ein Chemiewerk reinsetzen. Ist das auch durch hier? So, Kohlenstoffdioxid haben wir schon mal überall. Was fehlt hier? Hier fehlt jetzt das. Hatte ich nichts, außer die Frames, ne? Ja. So, wie viele Frames sind hier drin? 8. Naja, komm, hier habt ihr schon mal 8 Frames. Da kann man ja mitarbeiten. Zwar nicht kontinuierlich, aber man kann mitarbeiten. Oh, Moment. Wieso werden die jetzt hier nicht wieder bestückt? Weil man mindestens 10 braucht. Na, das ist ja auch noch nicht so schwer. Nehme ich mal ein paar hier runter. So, dann haben wir dann 20 Stück hier auf dem Weg. So. Ist jetzt nicht das meiste, was da passiert, aber immerhin passiert irgendwas, ne? So, dann können wir jetzt mal da drüben. Vielleicht kriegen wir da auch noch ein paar gemopst. So 20 Stück oder so. Habe ich 19. Ich weiß so. Nehmen wir halt 30 mit. 30 gehen auch. Ich will merken, dass ich da mal welche reinstecken muss. Was hier jetzt nicht. Die 20, die reichen ja hier nicht zur kontinuierlichen Produktion. Obwohl, es sieht eigentlich ganz gut aus sogar. Soweit. Passiert immer was dort. So, die schmeißen wir jetzt mal hier rein. Verteil die mal. So. Also fern wie unten welche liegen bleiben, produziert er eigentlich kontinuierlich was, ne? Dann ist ja mal unten irgendwie. Oh, er nimmt jetzt wieder erstmal. Naja. Gut, jetzt könnte denn hier erstmal schon mal ziemlich viel mehr noch losgehen. Die Dinge können hier auch losgehen und dann könnte hier unten sogar schon genau Liquid Resin produziert werden. Coole Sache das. Also hier ist schon mal ein bisschen was gemacht.
Ja, das ist doch toll. So, jetzt werde ich, werde hier wieder voll beliefert. Das ist schon mal sehr schön. Also wenn ich beliefert werde, da freue ich mich immer sehr darüber. Da bin ich dann immer sehr, sehr glücklich. So. Das ist doch schön. Also die Eieruhr funktioniert auch. Jetzt muss es bloß noch doppelt gebaut werden. Damit das gänzlich funktioniert, aber... Oder sozusagen auch auf der anderen Seite mit anliegt und auch da funktioniert. Aber es sieht erstmal schon mal so aus, dass es generell eine Chance hat zu funktionieren. So. Fein. Also wir haben noch mehr Liquid Resin, der hier abgeholt werden kann, wenn es denn sein muss. Muss aber glaube ich nicht mehr sein, ne? Weil momentan ist hier... der Lappen ist voll, oder? Ja. Der ist voll hier, 30k, überall drin, die stehen auch. Da steht auch schon alles, also da ist jetzt sozusagen die Produktion dieser Boards ist gesichert. In, sagen wir mal, groben Mengen. Sieht eigentlich auch ganz interessant aus, wie das hier aufgebaut ist, also wie viel hier gebaut wurde. Die beiden leeren Flächen, okay. Das hätte man vielleicht auch noch sinnvoller nutzen können oder so, muss man mal gucken. Ich finde aber die Förderbandstruktur, so das sieht irgendwie... Hat schon einen leicht professionellen Touch. Also nur einen leichten. Ne? Also ich will nicht übertreiben oder will jetzt mich loben oder so. Aber es sieht gut aus. Guti. Das heißt also, wir könnten theoretisch jetzt alles nehmen, einmal drehen und auf der anderen Seite hinbauen. Lassen. So viel wie sie können. Und dann die Teile, die sie nicht bauen können, müssen wir dann halt eben zuliefern. Wir müssen uns noch um die Mall kümmern. Da muss ich mal auch mal irgendwann eine Mußestunde finden, dass ich die alte dann... Ich habe mich dazu entschlossen, die alte komplett abzureißen und die neue dann wieder in Betrieb zu nehmen und da reinzusetzen. Also wirklich komplett alles abreißen einmal, alles was da ist weg und dann wieder in Kisten sammeln und dann die neue dann da oben hinbauen lassen. Materialien wird in Lagerkisten halt dann dazwischen gelagert, damit die das dann da alles zum Bau wiederfinden in großen Mengen. Ja. Ne? Also ich sag mal so, ich glaube bis hierhin ist es relativ gleich, ne? Also da ist es nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, ob euch aufgefallen ist, dass ich hier die Bücher mal durchsortiert habe. Also bis dahin geht's noch, ne? Da ist es eigentlich relativ gleich. Was neu dazu kommt, sind Bahnhöfe und sagen wir mal, im oberen Bereich ist ziemlich viel. Also wenn man jetzt sozusagen hier in den Bereich, wo jetzt Mall steht, mal reinguckt, dann sieht man, dass da sehr viel leichte rote Linien sind. Da stehen halt noch ein paar andere Sachen und das muss dann halt eben gemacht werden. Hier unten die roten Linien, das sind Förderbänder. Das sind andere Arten von Förderbändern. Es könnte auch sein, dass da oben ein anderes Art von Förderband drin liegt. Dass sich das verdreht hat oder so oder anders dargestellt. Und wir sehen auf den hier oben im Förderband, da ist ein Dieb, also hier oben in der Ecke quasi. Da muss irgendwie so ein Dieb dran stehen. Jetzt hätte er dann nochmal was abmupst und sowas und dann ein extra Förderband reinschiebt. Wahrscheinlich ist das die gekräuselte Dingsproduktion. Das müsste im Kupferförderband liegen da oben. Ich kann mal ganz kurz hochgucken. Das müsste hier im Kupferförderband genau hier drin sein. Dann müsste hier so ein gekräuseltes Werk liegen. Ich meine, ich habe die gekräuselten Dinger hier, die kann ich doch direkt anliefern. Ja, muss ich mal gucken, wie gut oder wie schlecht das wird. Und wie weit wir hier mitkommen dann. Aber wie gesagt, ich muss es noch einmal komplett abreißen. Das ist die sicherere Variante. Also zumindest bis hierhin muss ich das hier oben alles nochmal der Lagerkistentechnik hinzufügen, damit ich das bauen kann. Gut, das noch zu dem. Ich würde sagen, wir setzen jetzt noch ein paar Strommasten hin, die hier unten irgendwie falsch stehen, nicht richtig stehen oder an falschen Stellen stehen, weil die hier nichts tun. Genauso wenig wie die auf der Seite hier was tun. Das liegt einfach daran, dass hier wirklich keine Strommasten stehen, die denn hier außen sozusagen irgendwie mal für Energie gesorgt hätten. Deswegen stellen wir jetzt hier außen einfach nochmal eine ganze Reihe Strommasten auf, damit das denn hier auch wieder ganz normal funktionieren kann und hier draußen dann die Geräte auch tun, was sie tun müssen. So, sehr schön. So, dann verbrennen die jetzt hier erstmal sozusagen das rote Zeug, damit das weiße Zeug in ausreichender Menge da ist,
Jetzt ist ja hier irgendwie gerade die Produktion aus, weil genügend Liquid Resin da ist. Also von daher läuft das ja erstmal. Ja, also wir werden uns wahrscheinlich dann dabei sehen, dass ich die Mall da oben abgerissen habe oder beim Abriss bin in dem Moment nachher, wenn wir wieder dazuschalten. Bis hierhin kann ich sogar updaten, quasi die Förderbänder. Das macht keinen Sinn, dass hier schnelle Förderbänder liegen. Das ist mir schon klar, aber ja, ich habe die Technologie, warum soll ich sie nicht einsetzen? Und was dann hier so schneller durchgerattert, bis dann da rankommt in die Mopse-Kiste hier, ist ja auch ganz gut. So, dann kann ich hier dieses Chaos mal irgendwann noch beseitigen mit den ganzen Strom und ähnlichem. Also hier oben wird so quasi einmal alles wegkommen. So, und die Bahnhöfe, die hier hinten sind, die sind ja dann dazu da, dass da die Flüssigkeiten schon mal angeliefert werden und angetriggert werden, die wir später brauchen für gesetzt den Fall Salzsäure, Schwefelsäure, Schwefelsäure und was brauchen wir noch? Also was brauchen wir für Batterien? Und Schmierstoffe ist da, glaube ich, auch Bahnhof mit dran und sowas, dass wir das dann auch gleich haben. Ja, ich habe kurzzeitig auch überlegt, ob ich mir selber was zusammenbastel, um das alles zu haben, wie ich es haben möchte. Ich werde es erstmal nochmal nutzen, aber auch danke dafür. Aber wie gesagt, so eine komplexen Sachen bitte nicht weiter klicken. Das gerne Hinweise geben, wie man es machen kann, dann, wenn ich da bin und das selber baue. Aber das möchte ich mir dann doch selber dann irgendwie mal doch erarbeiten zum Teil. Es sieht ganz schicki aus. Muss ich gucken. So. Auf jeden Fall kommt es jetzt erstmal wieder weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.